Schön, das mag ich sehr. Es ist ja auch gar nicht schwer. Doch wenn ich mal nicht mag, ich das deutlich sage. Ich bin super gerne heute als Schirmherrin der Veranstaltung hierher gekommen. Ich habe auch sofort Ja gesagt, als Irmi Wette mich gefragt hat. Denn das ist ein Thema, was für uns ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist, unsere Kinder, die das Liebste sind, was wir haben, einfach stark zu machen, Nein zu sagen. Man kann viel machen mit Gesetzen, auch viel mit Bestrafung von Tätern. Aber das Allerwichtigste ist doch, dass man die Kinder darin stärkt, dass sie Nein sagen dürfen. Und das funktioniert am besten spielerisch mit den Katzenkindern, die wir heute hier erleben durften. Viel besser als mit dem erhobenen Zeigefinger. Und insofern hoffe ich, dass ganz, ganz viele Kinder die Möglichkeit haben, Irmi Wette und ihre Katzenkinder kennenzulernen und somit ja auch zu lernen, wie sie einfach sich selber, ihren Körper schützen können und sagen, nein, lass das. Gut, die fühlen sich an wie eine Sonne im Bauch und strahlen aus euch heraus. Und die guten Geheimnisse, die dürft ihr für euch behalten. Mein Name ist Irmi Wette, ich bin von der Figurenzauberei und seit 22 Jahren mit Figurentheater aktiv. Und seit 18 Jahren haben wir das Projekt Pfoten weg deutschlandweit unterwegs. Die Erfahrung ist sehr gut. Seit 11 Jahren sind wir nun kostenfrei für alle Kindertageseinrichtungen und Grundschulen aktiv und immer eben mit unserem wunderbaren Kooperationspartner, dem Weißen Ring. Wir haben aber auch immer wieder die Polizei, den Kinderschutzbund, die Petze seit diesem Jahr auch ganz aktuell mit als Rahmenprogramm und als Intensivierungskooperationspartner dabei. Das ist extrem wichtig, weil dieses Thema einfach so sensibel ist. Und wenn sich Kinder eben Hilfe holen wollen, muss ein Netz da sein, was diese Kinder dann auch auffängt. Leider ist es ja immer noch so, dass die Lehrer das im Studium nicht haben, das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt. Aber wir als Gesellschaft können sehr, sehr viel tun, denn Wissen schützt. Und je mehr wir Wissen in die Gesellschaft tragen, desto stärker können wir die Kinder schützen. Und natürlich auch mit diesen ganzen Präventionsbausteinen und mit dem ganzen Stärken der Kinder besser schützen vor Übergriffen. Kinder? Habt ihr schon einmal einen lebendigen Igel gesehen? Nein! Alle Kindergärten und auch Grundschulen dürfen sich bei uns hier bei der Figurenzauberei unter info@irmi-wette.de oder auch per Telefon bei uns melden. Und entweder dürfen sie gerne zu uns ins Theater kommen, je nachdem, wie es eben Corona-bedingt und von den Einrichtungen her geht, oder wir kommen in eure oder in ihre Einrichtung, um dort dann eben für die Kinder der ersten und zweiten Klasse dieses Theaterstück zu spielen. Es gehört auch ein Elternabend dazu, den wir zurzeit eben zu Corona-Bedingungen digital anbieten. Und die Petze bietet auch Fortbildungen für die LehrerInnen und natürlich auch für die ErzieherInnen an. Zu diesem Projekt gehört übrigens auch noch Informationsmaterial, das heißt, die Kinder bekommen über den Weißen Ring Nachbereitungsbroschüren, also zwar von mir, aber der Weiße Ring finanziert dieses Rahmenprogramm. Und mit diesen Nachbereitungsbroschüren können die Kinder wunderbar noch in die Tiefe des Theaterstücks gehen und sie bekommen auch ein Maxi-Pixi-Büchlein über und von Pfoten weggeschenkt. Und da ist auch der QR-Code drauf mit dem Hörspiel und natürlich ein Link zu unserer Homepage, auf der ganz viel Informationsmaterial zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt ist, sowie auch Bücherlisten und Bastelbögen.